So, was uns jetzt denn da erwartet, da bin ich schon gespannt. Ralof ist ja schon vorgelaufen, also ist alles safe eigentlich. Gucken wir mal weiter, was hier in der Festung weiter so Ein abgeht. Blut eines Trolls. Es ist eine Folterkammer. Ach du Scheiße. Hört ihr das? Rauf da! Oh Gott! Gott! Genug! Ich komme wieder. Du kommst gar nicht wieder. Alles mitnehmen. Nimm alles mit, was geht. Was geht natürlich. Sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Okay, gibt's auch Bücher. Ich lasse sie mal für euch ein bisschen auf jetzt. Ich werde mir das später vielleicht auch nochmal durchlesen. Ihr könnt ja mal schön auf Pause drücken und dann könnt ihr euch das natürlich durchlesen. Und nein, das werde ich jetzt nicht bei jedem Buch machen, aber Drachenblut, das sollte man vielleicht gelesen haben. Leck mich am Arsch, ist das lang. Gut. Gut, nehmen wir mit. Ein Turnister, Dietriche und ein abgeschlossen. Trank. Seht zu, ob ihr das knacken könnt. Möglicherweise brauchen wir das Gold, wenn wir hier rauskommen. Erstmal will ich. Euch etwas Nützliches und dann das auch. Will ich haben. Alter, voll viel Gewicht war für das Geld. Nee. Ich nehme ja gerne alles mit, so viel wie möglich, aber das wäre. Da würde ich über mein Trageverhältnis hinausleben. So, jetzt haben wir ein Schild, das ist natürlich cool. Die HP, wie ich gerade sehe, regeneriert sich leicht selber. Okay. Oh Gott. Nutze Maus, um die Tür zu drehen und B, um das Schloss zu drehen. Okay. Oh oh. Nee, hier geht gar nichts. Oh, das geht ja. Zack, was hast du alles dabei? Gold, 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 Gold. Zauberbuch Funken. Mm. Noch mehr Gold. Zaubertrank. Eine Witzenrobe. Und den Hut haben wir ihn auch abgenommen. So. Nehmen wir alles mit. Da sind nur Knochen drin. So, hier ist alles schick. Ach, da bist du. Jo, dann wollen wir mal weiter. Hier ist nichts. Da auch nicht. Da liegt was. Da liegt Gold. Warte, das probieren wir mal. Boah, Anhieb. Königlich. Ich sollte Dieb spielen. Geldbeutel. 11 Gold, immerhin. Ich weiß zwar nicht, was die Dietriche so wert sind. Ich habe ja keinen abgebrochen. Von daher müsste ich nur noch 4 haben. Oh Gott, was haben die denn hier in Helgen gemacht, ey? Knochenmehl. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Nehmen wir mal mit. Schäbige Rubbel kannst behalten. Hier liegt nichts mehr. Hier unten sollten wir besser zusammen. Da ist wieder Knochenmehl. Ja, Ralof, wir bleiben zusammen. Aber du musst nicht so weit vorlaufen. Ich muss doch hier alles entdecken. Ich muss doch hier alles suchen, Ralof. Oh. Horsty, ey. Renn doch nicht vor. Alter, ich dachte, das ist eine Burg und jetzt wird das zum Cave hier unten. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullus hier ist. Ich werde sicherlich abwarten. Ach du Scheiße. Bogenschützen. Sterb. Oh, da unten sind wir noch mehr. Ralof, mach du die, ich mach da hinten. Kann man nicht schneller rennen? Ah! Ausdauer niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig, dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe ausführen. Trink einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Alles klar, du bist der Boss. Geh mal weg, ich muss den da. Ja, nice! Wer hat den denn also weggesniped? Kann ja nur Ralof gewesen sein.
Alter Radloff, du Tier! So, Bogen nehme ich mir aber auch mit. Zack, Langbogen. Eisenpfeile. So, Klamotten lasse ich jetzt mal liegen. Pfeile nehme ich auch noch mit. Da hinten waren ja auch noch welche. Die Radloff da getötet hat. Hier unten war irgendwo eine. Da. Hopp. Radloff, warte. Du Knackwurst. Und hier hat er auch noch einen getötet. Der hat aber nichts dabei. Der hat noch Eisenpfeile dabei. Alles klar. So, wie ist das jetzt, wenn ich zwei Sachen haben will? Favoriten hinzufügen war das, glaube ich. Okay. Das ist Favorit. Das ist Favorit. Und dann muss ich hier nochmal da, ne? Und dann kann ich so. Zack. Und wenn ich zu nahe komme, mache ich so, ne? Okay, alles safe. Gut. Wir reden jetzt erstmal mit dem Bogen rum. Wie gesagt, ich gehe auf beides. Also Bogen ist natürlich nur nebensächlich. Aber ich meine, wenn wir gerade Fernkampf, ne, schon mal anhitten können, warum sollen wir das nicht nutzen? Also nehme ich auch immer einen Bogen mit. Der Weg nach draußen ist... Mal sehen, wo das hier hinführt. Was ich zum Beispiel auch noch weiß, ist, dass man durch Alchemie Gifte herstellen kann, beziehungsweise auch findet und damit seine Pfeile ausrüsten kann. Da werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen was in die Alchemie stecken, damit wir einfach mehr Damage schon von vornherein machen. Ich glaube, das könnte einigen Kämpfen gut helfen. Okay, hier ist nichts. Okay. Ja, Radloff. Ich hoffe, du hast recht, mein Freund. Ich hoffe, du hast recht. Möge deine Stimme gehört werden. Was ist das? Nichts. Also ich gucke mich hier in dem Spiel auch gerne um, weil ich finde dieses Spiel einfach so geil. Sorry dafür, aber ich will hier alles sehen. Alles! Also es könnte auch sein, dass wir hauptquestmäßig echt langsam vorankommen. Ich sag euch das im Voraus. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Du sagst. Also wir werden geschichtstechnisch bestimmt richtig hinterherhängen. Weil ich will hier jede Burg, jeden Dungeon, jede Höhle und jeden Baum will ich einmal gesehen haben. So. Also wenn es nach mir ginge, würde dieses Projekt wahrscheinlich erst in 200, 300 Folgen enden. Boah! Headshot. War es das? Okay, war es noch nicht. Zack. Zack. Die Maus spinnt ein bisschen, wie ihr seht. Wir haben viel zu viele Augen. So, was haben die? Ah, hier ist das. Genau, von denen kriegen wir das. Und da müssen wir wirklich alle looten. Mitnehmen. Eisenpfeile. Alter, beweg dich nicht, wenn ich über dich rüberlaufe. So, dieses, warte mal, wo finde ich das jetzt? Zaubertränke? Ja. Setzen wir uns auch auf Favoriten. So. Also unser nächster Schuss, den wir jetzt abgeben. Was ist das für ein roter Punkt da? Seht ihr den? Habe ich Damage gekriegt? Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Da oben. Da so. Wenn ich jetzt... Gut, achte mal auf den Bereich hier. Jetzt ist er weg. Also unser nächster Schuss macht Giftschaden. Und gerade so für größere Gegner, die wir wirklich sehen, sollten wir uns sowas wieder aufheben. Ich habe jetzt einfach mal einen Probeschuss reingemacht. Hier liegt doch auch bestimmt noch irgendwas. Dolch, ja mein Gott. Dolch kann man noch mitnehmen. Der hat ja kein Gewicht. Radloff? Alter. Wo? Direkt vor uns ist eine Bärin. Da. Seht ihr sie? Ja. Oh, Taschendiebstahl. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie.
geht voraus. Also wir haben jetzt einen Giftschuss. Ich probiere das einfach mal. Schleichen ist überbewertet. Ach. Das ging doch. Zwei Schuss. Das finde ich jetzt nicht so. Wie läuft man denn nochmal? Damit springt... Ich weiß das nicht. Bärenklaue, Bärenpelz und zwei Pfeile, die ich gerade verballert habe. Ja, Rala, bin ich der König, oder was? Komm mit. Hier war jetzt nichts mehr, ne? Da waren noch Skelette. Hab ich die mal durchsucht? Huch! Huch! Ui! Guck mal, wir spielen! Ui! Guck, da ist hier wieder so ein roter Punkt. Hier auf dem Schädel. Ah, okay, jetzt habe ich auch ein bisschen Damage gekriegt. Wovon auch immer. Haben die Knochen mich angegriffen? Schweine. Oh, Ralof, Ralof. Oh, Ausgang! 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 Und wie kann ich jetzt rennen? Ah, ich hab's gefunden. Mit Alt. Mit Alt. Ein Dolchen, Schwertersteiger, Kriegsexe, genau. Wir bleiben natürlich bei den Schwertern, weil das ist einfach klassisch. Schwert, Schild, maybe ein Bogen. Ja, und da sind wir. Ralof. Sind und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Sei doch froh. Wir was wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Das glaube ich auch. Besser. Besser ist das. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Ich hoffe. Es ist was, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich auch nicht ohne deine. Ey, wir wollen uns aufteilen. Was ist los? Ja, da sind wir in der Welt von Skyrim, die natürlich riesig ist. Vieles zu entdecken, vieles zum Pflücken. Also jetzt blumentechnisch gesehen. Wisst ihr, einige, die es vielleicht gespielt haben. Oh, Blümchen, Blümchen! Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließt sich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Okay, wow, was leckt das hier gerade so? Ja, beruhigt sich langsam wieder. Helgen, da kommen wir ja her. Riverwood. Da wollen wir hin, nach Flusswald. Seht ihr die Ruine da oben? Ja, bin ich eben schon gefragt. Sturzhügelgraben. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Was ist denn da so schlimm daran? Ist halt ein Grab, mein Gott. Und? Oh, sieht schon mächtig aus, ne? Aus so einem Berg. Sieht schon geil aus. Ach, hier sind wir. Die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Also, hier können wir jetzt eins auswählen. Der Diebesstein, Magierstein, sowie der Krieger. Wie nennt man das, steht den Krieger? Und das bezweckt, dass wir 25% schneller lernen, glaube ich. 20%, okay. Und wir nehmen natürlich dieses Zeichen, das ist ja wohl, ne? Ein Krieger, gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Habe ich den jetzt? Du besitzt bereits den Segen dieses Steines. Sehr gut.
Oh, das sieht so geil aus, ne? Alter. Oh, ich liebe dieses Spiel. So, wir wollen mal ein bisschen dem Rahlauf noch verfolgen. Nebenbei das geile Grab angucken. Läufst du da noch? Ja. Denk da, das hier ist kein Sturmangebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlass dir das Reden mir. Verstanden? Okay. Verstanden. Du machst das schon, Ralof. Du machst das schon. Bergblum. Ist doch gar kein Berg. Alter. Zack. Oh, Bogenschützen verbessern. Das habe ich jetzt natürlich, werde ich jetzt ein bisschen auf Bogen kurz bleiben. Einfach nur, um wirklich, wir haben noch nichts ausrüstungstechnisch, das, was wir gerade noch gekriegt haben. Und ich weiß nicht, wie wir Damage machen. Und ich weiß auch nicht, wie stark die Wölfe sind. Aber zwei Pfeile reichen für die. Also, scheint jetzt, entweder Bogen ist stark, oder die sind einfach nur schwach. Eins von beiden. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Das ist gut. Ob das denn alles anders verlaufen wäre, wenn ich dem anderen Typen da gefolgt wäre, dem Kaiserlichen da, der für die Kaiserlichen gearbeitet hat? Ob das alles ein bisschen anders geworden wäre? Hm. Wenn es einer von euch weiß oder sich für die andere Seite entschieden, dann kann mir ja mal reinschreiben. Das würde mich mal interessieren. Weil eigentlich bin ich, wie gesagt, zweimal habe ich schon angefangen und zweimal bin ich mit Ralof gelaufen. Ah, wir sind im Flusswald. Yay! Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Kommt. Serdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Säge. Na, dann lass mal hin. Aber ein schönes Fleckchen, oder? Doch, das sieht schön aus hier. Das ist echt cool. Oh, was für ein Bogen? Euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Vielleicht. Ach, egal. Wer ist denn Sven? Stelle würde mich von ihm fernhalten. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Kord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Und was wird der gleich alles erzählen? Was ist, gute Frau? Das sehen wir in der nächsten Folge. Ist schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen?